Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Noch ein paar Worte zu dem Thema der 70-Jahr-Wochen und ihrer Berechnung. Das ist ja ein total prophetisches Thema, wie auch viele andere aus Daniel, fast alle. Gerade beim Standbild zum Beispiel, da sieht man, dass man da eigentlich eine ganz andere Perspektive einnehmen kann und vielleicht auch soll, weil diese beiden eisernen Beine gar keine Beine sind, sondern Schenkel. Und weil es in Daniel nicht ums Römische Reich geht, etc. Das sind alles Sachen, die man so sehen kann oder so. Ja, ich glaube, dass das, was ich vorgestellt habe, belastbar ist und besser dem Text entspricht als die herkömmliche Auslegung, zum Beispiel vom Standbild. Das Schöne bei den 70-Jahr-Wochen ist aber Folgendes: Da kann man rechnen. Ja, das kann man ausrechnen. Man kann die Fristen rechnen von 483 bis 396 und bis in die Zeit Jesu Christi und ob die Startpunkte passen. Und dann kann man von 605 ausrechnen. Dann kommt man ins Jahr, wo Kyros als Fürst und später dann auch als König aufgetreten ist. Man kommt ins Jahr von Antiochos Epiphanes und dass zwei Ereignisse sich so gegenseitig stützen, das ist schon mal was Besonderes, was Ungewöhnliches. So dass man also auf Kyros und Antiochos Epiphanes kommt, wenn man beide Male von dem Jahr 605 ausrechnet. Man kann sehen, dass in Daniel, dass in Jeremia 25 drei Zeitangaben gemacht werden, wann dieses Kapitel geschrieben ist, so als ob Gott das besonders wichtig war, dass dieses Kapitel als Startpunkt angesehen wird, dass man von 605 ausrechnen muss, dass nach 7 Jahrwochen somit ein Gesalbter kommt, ja, also nach 49 Jahren ein Gesalbter und zwar der Kyros. Und danach, wenn man genau von 605 nochmal rechnet, genau nach 62 Jahrwochen dann der Antiochos Epiphanes kommt. Und der Grund, warum diese beiden vom Engel genannt werden, ist der, dass diese beiden den Nahen Osten verwüsten werden. Denn die Nachricht, die der Engel dem Daniel gegeben hat, ist ja nicht die, dass man jetzt rechnen solle, sondern ist ja die, dass er sagt, das, was du, Daniel, als 70 Jahre Gefangenschaft erlebt hast und auch als Verwüstung Jerusalems, ist nur ein Schatten von dem, was kommt. Denn in der letzten Zeit, in der letzten 70. Jahrwoche, da wird große Verwüstung kommen. Und es wird bis zum Ende wird es wüst bleiben. Und es wird sogar einen Gräuel der Verwüstung geben. Und die beiden, die diese Verwüstung anrichten, das ist der Antichrist und die Könige vom Euphrat, die symbolisch dargestellt werden oder in der Prophetie dargestellt werden, vorhergeschattet werden durch Antiochos Epiphanes und Kyros. Und deswegen rechne auch vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut werden solle, bis auf einen Fürsten, einen Gesalbten, sind es einmal 7 Wochen und einmal 62 Wochen. Und dann findest du zu Kyros und zu Antiochos Epiphanes, also zu einem König vom Euphrat, und zu einem Typus des Antichristen. Warum? Weil diese beiden politischen Kräfte in der Endzeit wieder auftreten und die Verwüstung herstellen werden und den ganzen Nahen Osten verwüsten werden. Und sogar einer von denen wird sogar einen Gräuel der Verwüstung aufrichten in Jerusalem oder anrichten in Jerusalem. Das ist die Nachricht des Engels, ja? Der Engel, der sagt nicht in erster Linie, rechne was, Daniel, sondern der sagt in erster Linie, da kommt Verwüstung, von der du glaubst, dass die 70-jährige Gefangenschaft schon eine Verwüstung gewesen wäre für Jerusalem. Aber noch viel gravierender ist, dass in der Endzeit eine Verwüstung kommt, die 70-7er ist und die man ausrechnen kann. Und wenn du die ausrechnest, kommst du genau auf diese beiden politischen Kräfte, die in der Endzeit wieder auftreten. Das ist etwas Großes. Dann kann man sehen, wie exakt eigentlich Daniel ist und aufgeschrieben worden ist und wie genau auch die Worte des Engels sind. Und dass man, wenn man eng an diesen Vorgaben bleibt und von 605 zwei Fristen ausrechnet, eben zu diesen beiden politischen Größen kommt. Was für mich auch sehr interessant ist und was wir bislang noch nicht durchdacht haben, ist, dass die profane Geschichtsschreibung, die profane Rechnung der Jahre durch die biblische Prophetie bestätigt wird. Ja, denn das Jahr 605 vor Christus, das Datum, das erste Jahr des Königs Nebukadnezars und auch dieses erste Jahr oder dieses 23. Jahr, glaube ich, vom König Josia, das sind ja historische Jahreszahlen, 605 vor Christus. Und dann später auch diese Zeitphase, wenn dann Kyros auftritt, das Jahr der Thronbesteigung des Kyros.
sind ja auch profane Jahre. Das Jahr der Thronbesteigung von Antiochos Epiphanes im Jahr 171 vor Christus, das sind ja auch profane Geschichtsjahre. Das heißt also, die Prophetie der Bibel, die bestätigt uns die profane Geschichtsschreibung. Ja, wenn man mal umgekehrt jetzt denkt, die meisten denken ja aus der profanen Welt in die Bibel rein, wir machen es umgekehrt, wir denken aus der Bibel in die profane Welt rein. Aber wir können sehen, dass die Jahrwochenordnungen exakt korrelieren mit den Jahreszahlen, die wir in der profanen Geschichtsschreibung haben. Warum sage ich das? Weil viele sagen, gut, also speziell im Talmud wird behauptet, dass da 166 Jahre fehlen in der Zeit der Achämeniden, ja, in der Zeit der Seleukidenkönige oder Perserkönige, die werden da einfach rausgestrichen vom Talmud, ja, so als ob diese Jahre nie existiert hätten. Und es gibt auch viele andere, die so Theorien dann immer aufstellen, dass in der profanen Weltgeschichte 1000 Jahre zum Beispiel fehlen würden. In diesem Segment, was wir hier betrachten, innerhalb der 70 Jahrwochen, kann man das ausschließen. Im Gegenteil, die biblische Prophetie, die zeigt, dass die profane Geschichtsschreibung richtig ist und die Abfolge der Jahre, der Zählung von 605, zumindest mal diese über 500 Jahre bis auf Antiochos Epiphanes oder knapp 500 Jahre, dass die richtig sind. Ja? Also die biblische Prophetie bestätigt das. Was ich noch damit sagen möchte, ist, mir gefällt natürlich sehr gut, dass die 70 Jahrwochen, dass man da rechnet. Das Problem bei der Mathematik ist, es gibt entweder eine richtige Lösung oder eine falsche Lösung. Ja, entweder 100% Erfolg oder 0% Erfolg. Bei der Mathematik gibt es keine Kompromisse. Zahlen sind grausam. Die Anwälte sagen, Juris non calculat. Ja, die Juristen rechnen nicht, weil sie wissen, Zahlen sind unbestechlich, Zahlen sind nicht interpretierbar. Wenn man eine Zahl nennt, kommt man da so schnell nicht mehr raus. Die Zahl setzt sich in den Köpfen fest. Das sind alles so Themen, wo man bei der Mathematik immer ein Problem hat, weil wenn man mit mathematischen Größen umgeht, dann müssen die stimmen oder sie stimmen halt eben nicht. Und das ist das Schöne bei der Prophetie der 70 Jahrwochen, dass man da rechnet und dass man diese Rechnungen auch, die da vorgestellt werden, nachvollziehen kann. Dass man sieht, wie abstrus die momentane weit verbreitete Berechnung der 70 Jahrwochen ausgehend vom Jahr 445 Artaxerxes, 445, 444, bis auf den Tod Jesu Christi oder bis auf den triumphalen Einzug Christi in Jerusalem, ja, was immer man da ansetzen will, wie das hingerechnet wird und wie abstrus diese Rechnung eigentlich ist. Im Gegensatz dazu kann man dann sehen, wie einfach und wie ungezwungen die Rechnung plötzlich aussieht, wenn man von 605 ausrechnet, ja, von Jeremia 25, dem Kapitel, das Daniel in Daniel 9 gelesen hat und das der Engel ja Daniel in Daniel 9 auch erklärt und sich auf Jeremia 25 dann bezieht. Man sieht zum Beispiel auch, dass wenn man Antiochos Epiphanes dort ansetzt, als den Gesalbten, der kommen soll und der ausgerottet wird und nichts mehr hat, dass sich dieser Antiochos Epiphanes und speziell dann damit dann auch dieses Kapitel 9 wunderschön in das Umfeld der Bibel einfügt. Ja? Kapitel 7 spricht vom Antiochos Epiphanes als kleines Horn. Kapitel 8 spricht von Antiochos Epiphanes bzw. seinem endzeitlichen Pendant im Antichrist, ebenfalls als kleines Horn. Ja? Kapitel 7 sagt, dass er einen Bund schließt mit diesen 10 Hörnern, mit der Dekapolis. Kapitel 8 sagt, dass er vom Ziegenbock kommt, dass er aus einer griechischen Linie ist. Kapitel 9 spricht davon, wann er kommt. Und Kapitel 10, 11 und 12 spricht davon, was der tun wird, der Antichrist. Das heißt also, dass dieses Kapitel 9 sich dann ganz wunderbar zwischen Kapitel 7 und 8 einerseits und Kapitel 10, 11, 12 andererseits einfügt. Das ist was Besonderes, weil dann plötzlich eine große Homogenität innerhalb vom Propheten Daniel entsteht. Ja. Wo ich mich drüber wundere, ist, dass so wenige der Theologen aufhorchen bei sowas. Ja. Manchmal denke ich, dass als die Zeit so weit gewesen ist, dass die Weisen aus dem Morgenland kommen und den König gerne sehen wollen, den König Israels, der geboren sein soll, worden soll in Israel, da hat sich ganz Jerusalem erschrocken darüber. Obwohl das damals ja schon ein abgefallenes Volk war. Ja? Also Jesus kommt ja zu einer Zeit nach Israel, als Israel eigentlich schon von ihm abgefallen ist. Aber die haben sich wenigstens noch erschrecken können.
Aber die Christen heute, die sagen, ja gut, das ist eine Interpretation, das ist eine weitere Sichtweise. Es gibt jetzt schon so viel, jetzt gibt es noch eine. Aber man versteht eigentlich die Tragweite nicht, die dahinter steht. Ich bin eigentlich auch nicht hier, um irgendeine neue Theorie jetzt irgendwie da noch hinzuzufügen, ja, und das noch zu ergänzen, sondern ich bin eigentlich hier, weil ich glaube, tatsächlich etwas gefunden zu haben, was von großer Tragweite ist und was, wenn ich einfach in die Ecke stellen können oder abtun können als eine weitere Meinung. Das kann man natürlich tun, ja, kann jeder tun und kann damit umgehen, wie er will. Aber wenn man das im biblischen Kontext mal sieht und sieht, wie sich plötzlich Daniel auf eine ganz erstaunliche Weise uns öffnet, ja, als ob Gott sein Wort öffnet, das finde ich ganz außergewöhnlich. Das ist etwas, was uns aufschrecken sollte, ja, was uns aufwecken sollte, uns wach machen sollte auf das, was sich da plötzlich tut in Gottes Wort. Und dass die Theologen da überhaupt nicht drauf reagieren und da gar keine, die Tragweite überhaupt nicht ermessen können von dem, was da plötzlich auftaucht vor unseren Augen. Also das erstaunt mich schon. Ja, das wundert mich schon. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann das nicht verstehen. Ja, also wenn in meiner Branche irgendjemand was Neues entwickeln würde oder was finden würde, dann würde man sich darüber ja auch austauschen und würde gucken, ob man das irgendwie nutzen kann oder die Bautechnik damit erleichtern kann. Oder wenn in der Medizin irgendwas Neues gefunden wird oder in irgendeinem anderen Fachbereich, dann würde man da ja auch konstruktiv mit umgehen. Ja, aber in der Theologie muss ich sagen, die schlafen alle. Die Theologen schlafen alle. Die sind eingeschlafen. Die verbreiten noch Schriftgelehrtheiten, aber nicht mehr das lebendige Wort Gottes. Entweder sind sie in der Charismatik, wie im Fieberwahn, in der totalen Gefühlsduselei, oder sie sind in der Gesetzlichkeit versunken, ja, sind schrecklich hartherzige und Menschen und Leute, die dem Nächsten überhaupt gar nichts gönnen, oder sie sind ganz einfach eingeschlafen. Sie schlafen so vor sich hin, beschäftigen sich mit Parteipolitik oder mit irgendwelchen irdischen Themen oder Umweltschutz oder wegen mir auch Homosexualität, diesen ganzen Blödsinn, ja. Aber mit Gottes Wort beschäftigen sie sich nicht mehr. Und wenn sie sonntagmorgens eine Predigt zu predigen haben, dann googeln sie erstmal. Dann finden sie irgendwo eine Predigt und die schreiben sie ab. Und dann lesen sie die morgens vor, sonntagmorgens, und die hat keinen Saft und keine Kraft. Die hat keine Aussage, die hat keine, die reißt niemand aus der Hölle, aber die bringt auch niemand in den Himmel. Ja? Diese Predigt ist gar nichts wert. Und eigentlich ist es so, Theologe zu sein, das ist entweder ein Beruf, der wichtigste Beruf der ganzen Welt ist, weil er nämlich Menschen zum ewigen Heil rufen kann und ewig rettet, oder ist der unwichtigste Beruf, den es überhaupt gibt auf der Welt, weil er von etwas erzählt, was man nicht sieht. Jedenfalls nicht mit diesen Augen hier, ja, sondern mit geistlichen Augen sollen wir sehen. Wir schauen auf das Unsichtbare, sagt Paulus. Denn das Unsichtbare ist ewig, aber das Sichtbare ist zeitlich. Und deswegen, wenn ich diese Bibelstellen da lese aus Daniel 9 und diese 70 Jahrwochen, dann jubiliert mein Herz, weil ich sehe, das fügt sich auf eine ganz andere Art und Weise zusammen, als ich das bisher immer gelernt habe. Aber es fügt sich ganz wunderbar zusammen. Es ist nachprüfbar, man kann es rechnen, man kann sehen, dass das eine Struktur in sich gibt, eine Struktur, die sich aber auch ins Umfeld des Textes einfügt. Und da muss ich sagen, das ist Gottes Wort. Wenn die Bibel sich so öffnet vor unseren Augen, dann kommt Jesus bald wieder. Warum? Weil in Daniel steht, dass in der letzten Zeit viele über Daniel kommen werden, über dieses Buch Daniel, und große Weisheit finden. Ja? Viele, nicht nur einige, sondern viele, und zwar in der letzten Zeit. Wenn wir also sehen, dass Daniel plötzlich so eine durchgängige Struktur hat, vom Standbild bis in Daniel 11 und 12, worüber ich mich sehr freue, ja, dass ich das habe aufschreiben dürfen in meinem Buch und dass ich das in den Videos habe zeigen dürfen, das ist für mich was ganz Besonderes, ja. Dass man zeigen kann, dass der Daniel komplett homogen ist, und zwar von vorne bis hinten, und diese Prophetien alle miteinander in Verbindung stehen, und dass da ein Höhepunkt beschrieben wird, auf die diese ganze Daniel-Prophetie hinstrebt, nämlich auf die Person des Antiochos Epiphanes, der Antichrist ist. Ja? Dass man das sehen kann, diese Homogenität in Daniel, das finde ich was ganz Großartiges. Ja? Und das freut mich sehr, weil mich das sehr gewiss macht in meinem Glauben. Ich wünschte sehr, das ginge euch auch so, dass ihr das auch verstehen könntet, die Tragweite dieser Worte, die der Engel oder auch der Daniel überhaupt uns auch gibt. Zum Schluss spricht ja der präexistente Christus selber zu Daniel, ja, ab Kapitel 10.
weil ich mir wünschte, dass in so Zeiten wie jetzt, die so verworren sind und wo so viel an Theorien und an Sichtweisen und an Meinungen auf euch einströmt, wie das vor 3 Jahren, 2 Jahren noch überhaupt nicht der Fall war, wo ihr so viele Informationen bekommt, wo viele auch in einer esoterischen Richtung dann irgendwo auch denken und manche kommen auch durch diese Dinge, die sie hier erleben, dann auch wieder neu zur Bibel und fangen an, die Bibel zu lesen, aber die sind überhaupt nicht unterwiesen, ja? Die haben diese Jahre der Unterweisung, die ihr vielleicht gehabt habt, haben die überhaupt nicht mitbekommen. Die kommen jetzt so innerhalb der letzten Monate oder Wochen an die Bibel heran und lesen so einige Stellen aus der Offenbarung rausgelöst, die sie erinnern an das, was sie jetzt sehen, aber denen fehlt ja der komplette Zusammenhang. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir immer wieder zum Wort Gottes kommen, dass wir die Bibel lesen, die Bibel selbst lesen, den Text untersuchen, auch auf seine Ursprachen, auf Hebräisch oder Aramäisch oder auch Griechisch und die Bedeutungen verstehen und vor allem die Zusammenhänge verstehen und die Punkte verbinden. Ja, das ist so eine Art Wahrheitsbewegung in der Bibel. Ja. Und da freue ich mich sehr drüber, wenn ihr das nachvollziehen könnt. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr seht, dass dieses Wort aller Annahme wert ist. Das ist wahr. Die Bibel ist wahr. Viel, viel wahrer, als wir uns das wahrscheinlich in unseren kühnsten Träumen vorstellen können. Und das, was wir noch erleben werden, das wird so absurd werden, dass viele so verworren sind, dass sie kein Licht mehr haben und jegliches Vertrauen in jegliche Quellen, die sich ihnen irgendwo in der Medienlandschaft bieten, verlieren werden. Ja? In solchen Zeiten haben wir Gottes Wort in der Bibel, die man nur verstehen kann, wenn man Gottes Geist hat. Ja, man kann die Bibel studieren, aber ihr seht ja, was dabei rauskommt. Aber wenn man die Bibel mit Gottes Geist liest und mit dem Glauben an Jesus Christus, mit einem bußfertigen Herzen, mit einem Herzen, was seine Sünde vor Gott bekannt hat in Jesus Christus und Sünde vergeben bekommen hat und aus dieser Vergebung dann auch lebt und in dieser Vergebung auch in der Wahrheit steht und für die Wahrheit des Wortes Gottes eintritt, der hat Licht und der bleibt. Ja, ich habe das schon mal im Video gesagt, dieses Wort Gottes bleibt in Ewigkeit und wir bleiben auch. Wir bleiben, warum? Weil wir uns an dieses Wort Gottes halten. Steht auch in der Bibel in Offenbarung, weil du mein Wort nicht verlassen und vergessen hast, ja, sondern geachtet hast auf mein Wort, will ich dich auch bewahren. Weil du mein Wort bewahrt hast, will ich dich auch bewahren aus der Stunde der Versuchung. Eck steht da. Ja, das darf man nicht vergessen. Dieses Wort Eck hat eine weite Bedeutungsbreite. Aber da möchte ich mich jetzt nicht groß rein vertiefen. Wir bleiben, weil Gott uns bewahrt, weil der ewige Gott uns ewiges Leben schenkt. Und dazu sollen auch diese kleinen Ausflüge in die Prophetie Daniels dienlich sein. Ja? Ich wünsche euch noch ein schönes verbleibendes Restwochenende. Alles Gute, Gottes Segen und bis bald.